Ah, riecht ihr diese schöne Meeresluft oder Bachfluss oder sowas oder Meer Bachbrise? Keine Ahnung, was das sein soll, aber riecht es nicht schön? Oh, herrlich. Willkommen zurück zu den Alien-Paar, zu den Schlümpfen. Jo, oh, da ist ja schon das Ziel. Seht ihr, genau das meine ich, wisst ihr? Ihr seid kurz vorm Ziel. Stirbt aber auf einmal, weil ihr nur noch einen einzigen Herzteil habt oder so, ein Leben oder sowas. Und das ist ein bisschen scheiße gemacht, aber sonst ist das Spiel so richtig schön aufgebaut. Und sogar alle unsere weltbekannten Freunde aus dem Schlumpfdorf sind dabei. Oh, der kann uns auch ganz böse. Oh, meine Steuerung hat gerade nicht funktioniert. Der kann, der, also der, der, der. Habt ihr gesehen, der Schmetterling? Kann uns ganz böse sogar aus dem ins Wasser kicken. So, jetzt diesmal gehe ich nicht auf diesen scheiß Vogel. So. Die Brücke ist geschafft. Da, weiter geht's. Ich bin so glücklich. Oh. Der dunkle Wald oder der Schwarzwald. So, hier müsst ihr jetzt höllisch aufpassen. Ihr könnt ganz schnell eure Leben verlieren. Und zwar mit diesen. Mit den Schlümpfen, die schwarz sind. Die können euch ganz fies töten. Und zwar berührt ihr sie, seid ihr tot. Ganz einfach eigentlich. Oder auch diese komischen Fliegen oder Mücken. Durch diese Mücken werden eigentlich die Schlümpfe schwarz. Das wird auch in der Serie gut erklärt. Oh, wir haben wieder was bekommen. Ich glaube, ein Leben haben wir gerade bekommen. Und ihr müsst wissen, in dem Spiel hier sind sie schwarz dargestellt. In der Serie sind sie aber lila. Das ist voll lustig, dass die da ganz anders dargestellt werden. Kann auch sein, dass irgendwie damals, soweit ich das richtig verstanden habe, dass sich da voll viele aufgeregt haben, warum die halt schwarz dargestellt werden. Und genau die sind dann halt böse und so. Und also richtig komisch. Ach ja, habe ich vergessen zu erklären. Wir können Dinge aufheben, indem wir die unten, also nach unten drücken. Dann hebt der Schlumpf, also ich nenne ihn jetzt mal Clumsy, automatisch auf. Und wir können die Sprungfeder anders platzieren. Hier in der Mitte bringt sie uns nichts. Also müssen wir versuchen, jetzt hier reinzugehen. Ohne natürlich von der Mücke getroffen zu werden. Wie gesagt, sie verwandelt uns ja in einen Schwarzen. Schlumpf. Wie das aussieht, will ich jetzt nicht demonstrieren, weil ich will kein Leben verlieren. Und ja, wir haben dieses Level fast geschafft. Wir müssen jetzt hier rein, um uns hier ein Leben zu holen von dem Dachs. Ha, nicht erwischt, mein Freund. Ihr müsst nicht immer auf das Blatt warten. Okay, hier müssen was. Egal, ich habe das Leben bekommen. Nee, zählt ja nicht wirklich. Da müssen wir alles nochmal neu machen. Da hätte ich auch theoretisch es auch zeigen können. Egal. Beim nächsten Mal. Ach, geh mal aus dem Weg. Aua. Ja, das ist auch blöde. Ihr könnt nämlich nicht auf diesen. Auf die Äpfel raufspringen. Weil es ja eigentlich ein bisschen zu einfach. Und warum die ganze Zeit dieser. Der Schwarz. Der andere Schlumpf so viel springt. Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr richtig erinnern, warum der springt. Ich glaube, das sind einfach nur von den Schmerzen, die er hat. Weil jeder Schlumpf wird nämlich von der Mücke, genau in einer wird das nämlich gepiekt. Und deswegen verwandeln sie, deswegen hüpfen sie die ganze Zeit halt vor Schmerzen. Au, au, das tut weh, tut weh, tut weh. Und seht ihr? Hab mich gebissen, das Mistviech. Und deswegen wurde ich zu einem schwarzen Schlumpf. Warum halte ich mich jetzt eigentlich gerade so lange hier in diesem Level auf? Egal, wird es halt ein bisschen länger, das Let's Play. Scheiß drauf. Ich hab keinen Zwang, irgendwie schnell durchzuspielen.
Und in der Serie ist es auch so, vielleicht kennt ihr die Folge gar nicht. Was war das denn? Ich war da drauf. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden. Eigentlich bin ich draufgesprungen auf das Ding. Aber egal. In der Serie ist es so, dass halt. Oh, den muss ich raufspringen. Dass halt alle Schlümpfe in diese Schwarz. In diese. Ich nehme. Ey, Leute, wir sind gleich in den ersten Game Over Screen. Dass sich halt alle darin verwandeln. Wirklich das Ganze. Wisst ihr, warte, ich erzähle gleich weiter, wenn wir diese Passage hier geschafft haben. Also wenn ich beim nächsten Ort bin. Das kann doch nicht. Ah nee, gut. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich weitererzählen. So, und das ganze Dorf wird halt verwandelt in die. In die schwarzen Schlümpfe. Und ja. Nur durch einen Zufall. Da Papa Schlumpf das. Ge Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mann, und durch einen Zufall hat der Papa Schlumpf das Gegenmittel erschaffen. Und auch, ja, eigentlich ist irgendwie sein Haus explodiert. Oh Gott, 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 aua. Ich kann mich eigentlich erinnern, dass ich diese Stelle eigentlich immer schnell geschafft habe. Naja, und Papa Schlumpf hat halt, ist dann halt dieses Gas ist dann halt ausgetreten. Und sind halt alle dann wieder zurückverwandelt worden. Durch Zufall. Ah, nur, sonst hätten wären alle schwarz geblieben. Und soweit ich weiß, ist das hier nicht das Werk von Gargamel, die schwarzen Schlümpfe. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich sollte mal das ganze Schwarze mal lassen. Und mich mal ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, weil sonst, ich erzähle die ganze Zeit schwarz und was passiert? Der Schlumpf wird irgendwie schwarz. So. Jetzt wird hier ein Speedrun durchgemacht. Ihr könnt ja ein bisschen was erzählen von damals, wo ich das Spiel hier gespielt habe. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, kam das Spiel 2001 raus. Wir müssen das ganze Spiel wieder nochmal spielen. Egal, das wird durchgezockt. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass du wirklich nochmal. No das ist ja. Ey, da ist ja Super Mario Bros. Nee. Da ist ja das Super Mario Bros. Für Super Nintendo viel einfacher. Also für die All-Stars-Version. Weil. Da seid ihr ja komplett. Oh, du Riesentypi. Nein, ich bin echt tot. Tot. Das Blöde ist ja, ihr fliegt ja auch da auf die Fresse und so alles. Aber dass ich bei dem Wald nicht klargekommen bin? Autsch. Krass. Kann mich nicht dran erinnern. Oh, ihr seht doch, dass ich hier langlaufe. Wieso müsst ihr so fies zu mir sein? Alter, komm, geh doch da rein. Ich starte gleich wieder von dem Level aus. Da. Ah. Eigentlich könnte ich das hier auch anders nennen und nicht Let's Replay, sondern Let's Fail. Gott, ah, ja. Hier kommt noch einer, warte. Oh Gott. Ne, diesmal sammle ich hier nicht alles ein. Boah. Oh Gott. Hat der gesprüht? Nee. Klar. Warum? Warum fliegt er jetzt auf die Fresse? Aber, Leute, wisst ihr was? Wenn der Part hier vorbei ist und es ist in ein paar Sekunden, werde ich mal Folgendes machen. Dann werde ich mal nochmal bis zum Schwarzen Wald nochmal vorarbeiten. Und dann werden wir genau bei der Stelle hingehen, wo ich gestorben bin. Weil.
Das kann ja nicht sein. So. Das Dorf machen wir noch schnell, Leute, und dann sehen wir uns dann im nächsten Part. Wenn ich nicht gleich wieder sterben sollte. Oh. So. Ah. Geh mir aus dem Weg. Autsch. Ich bin gleich schon wieder tot, Mann. Jetzt kommt einer von oben. So, jetzt haben wir es nicht geschafft. Und wir haben es geschafft. So, Leute, dann bis zum nächsten Part. Ich werde jetzt erstmal bis zum Schwarzen Wald vorspielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss.